Hallo und willkommen zu einem Pickup-Video. Ja, was gibt's Neues in der Sammlung? Ich muss zugeben, die letzte war im August. Nein, es sollte eigentlich die August-Ausgabe geben, die gibt es nicht. Denn wir haben jetzt Oktober, Juli war das letzte. Es hat sich derzeit einiges angesammelt. Ich bin nicht dazu gekommen, zwischen den Monaten das zu zeigen. Und deswegen, kurze Rede, kurzer Sinn. Hier ist das Intro. Fangen wir doch einfach mal heute an, nicht mit Lego. Lego kommt noch etwas später und auch die Games sind in der Mitte angepasst. Ich komme jetzt mal mit all dem Stuff von Toys, Hörspiel, Mangas, Filme, Socken, selbst Socken habe ich diesmal zu zeigen. Gut, fangen wir an. Das ist ganz viel Kleinkram von normalen Käufen bis Kleinanzeigen-Deals und sonst was. Egal, ich fange mit dem an, was ich in der Hand habe, mit Filmen. Das sind Käufe, die bei Müller gekauft wurden und auch bei eBay direkt. Und zwar fange ich an mit zwei Belmondo-Filmen. Ich bin ein großer Fan von Jean-Paul Belmondo und liebe seine klassischen Filme. Zwei wollte ich schon immer auf Blu-ray haben. Auch zwei Filme, die ich sehr gerne habe. Die tollen Abenteuer des Monsieur L. Richtig tolle Komödie auch mit Ursula Andres. Dann habe ich hier mir gekauft ein absoluter genialer, ja auch eine geniale Komödie, Der Teufelskerl mit Belmondo, auch richtig gut. Mit Jacqueline Bisset auch, richtig toll. Kann ich euch hier auch nur ins Herz legen. Ja, dann gab es ein Upgrade sozusagen von DVD auf Blu-ray, hat mein Bruder mitgenommen. Bei Müller ist das andere dann gekauft worden. Einmal die Spider-Man Trilogie mit Tobey Maguire. 1 bis 3 in der ganz normalen Edition. Teilweise mein Bruder Nick, jetzt habe ich mal den Namen gesagt, eben halt auch großer, wie ich, auch großer Fan von Specials sind, werden wir wohl die DVD-Version behalten, teilweise, denn da sind so viele Specials drauf. Hier leider überhaupt nicht. Wird sich zeigen. Auf jeden Fall filmischen Upgrade. Und da gab es zwei Mediabooks, ich weiß gar nicht, was sie gekostet haben. Einmal Killer Target mit Chow Yun-Fat, auch richtig interessanter und guter Film. Nochmal ein bisschen trashig vielleicht auch. Und Jackie Chan Police Story in dieser Mediabook Edition, wo Teil 1 und 2 drauf ist. Richtig schönes Cover, es gibt auch Wechselcover. Sollen die Uncut-Fassung sein? Wir haben sie noch nicht jetzt geguckt. Die Uncut-Fassung hatte ich eigentlich auch schon, aber hier soll sie jetzt noch mal Uncut sein. Und man soll neu teilweise deutsch synchronisiert haben. Entweder diese Szenen oder die Filme neu. Das ist eben halt die Frage, denn einige der Originalsprecher des Klassikers, die man kennt, leben nicht mehr. Ich muss nochmal direkt vergleichen, ob die Synchro wirklich mir komplett gefällt dadurch oder ob sie anders ist. Ansonsten ist das auf jeden Fall ein Upgrade. Ich meine, trotzdem bleibt es in der Sammlung. Aber die Version, die ich dann dachte, Uncut bisher zu haben, würde ja aus der Sammlung rausgehen. Jetzt überlege ich, ob ich sie behalte. Gut, das waren die Filme. Und dann gehe ich jetzt zu Socken über. Ja, ich gehe zu Socken über. Meine gute Bekannte Claudia, ich grüße dich, hat mir, ja, ich sag mal nachträglich zum Geburtstag, zwei Socken geschenkt, zwei Paare, und zwar von den drei Fragezeichen. Die gab es nur in der Buchhandlung Thalia. Die haben Exklusivverträge mit den drei Fragezeichen, kann man so sagen, mit der Merchandise-Abteilung. Und da gibt es eine ganze Menge Merchandise. Und ja, da gab es diese beiden Socken, einmal zur singenden Schlange und zu den gefährlichen Fässern. Richtig cool, richtig cool. Vielen Dank, Claudia. Danke, Bill. Und mit drei Fragezeichen mache ich auch sofort weiter. Muss ich nur was kurz runternehmen, weil da habe ich was draufgepackt. Und zwar habe ich hier die Episode, die drei Fragezeichen im Netz der Lügen. Auch hier richtig gute Geschichte. Ein Review werdet ihr auf Short-Review, den Link, den ihr da oben seht, diese Website, finden. Interessant ist auf jeden Fall, dass das Design
sich immer mehr ein bisschen verändert von den CDs oder auch von den Kassetten, so ein bisschen mehr auch in dieses Buchformat eingeht, so zum Style passt. Man hat jetzt die Rückseite, man hat die Innenseite schon verbessert, CD noch nicht und das Cover ist noch sehr klassisch, aber die neue Design verschmilzt ja ein bisschen das Schwarz mit dem Cover, also es ist nicht so wie ein viereckiges Bild reingesetzt. Mal sehen, wie sich das entwickelt, das wird sich auch zeigen. Gut. Damit ich nicht jetzt hier was runterschmeiße. Meine Tim und Struppi Sammlung, also Comics gibt es noch einiges hier. Ich bin ja großer Tim und Struppi Fan und ihr habt mein Pickup Video bestimmt gesehen zu Tim und Struppi, wo ich auch meine ganzen Hörspielsammlung oder meine Hörspielsammlung mit den verschiedenen Coverversionen auch präsentiere. In diese Richtung habe ich ein paar 4 Kassetten neu, die sozusagen sich angleichen. Somit habe ich hier einmal neu die Maritim-Version von der Falbinlein, schon mit dem Comic-Cover. Da wird sowieso nicht genug Platz sein. Dann habe ich hier von Areola Express 3 Kassetten. Das ist die zweite Auflage, wenn man so will. Aber von diesen Nummern wäre es die dritte Auflage. Da habe ich auch der Falbinlein in diesem Cover. Auch ihr seht, ich kann euch das noch mal kurz nebeneinander zeigen. Auch sehr interessant, der Unterschied des Covers. Und hier auch noch weiter haben wir das Geheimnis der Einhorn in der Areola Express Version und der Reiseziel Mond Areola Express. Damit habe ich meine Areola Express Collection komplett. Ich habe also von 1 bis 20 alle Areola Express Versionen. Und ich habe auch alle Erstauflagen von Maritim. Maritim hat ja nur bis 12 aufgelegt und ab 13 hat Areola dann übernommen und weitergemacht und zurückveröffentlicht. Und dementsprechend ist meine Sammlung der Areola Express jetzt fertig. Ich habe die erste Auflage von Maritim, die war nur von 1 bis 8 in der Version auch komplett. Zusammenfassend nochmal gesagt. Und die Folgen 9 bis 12 wurden eben halt mit diesem, wie der Falbinlein, schon als in der Erstauflage so aufgelegt. Rückwirkend hat man dann auch nochmal bis Folge 7 der Falbinlein sozusagen, dann nochmal diesem Design aufgelegt. Jetzt fehlen mir da nur noch Folge 6, 7 und 8. Dann habe ich auch meine Sammlung komplett. Und dann kommen die richtigen schweren Brecher, dann kommen die Spezialveröffentlichungen mit, es gibt 2 mit Doppelfolgen auf einer Kassette. Das wird schwer. So, mit Tim und Struppi geht es aber auch noch weiter. Ich hatte einen Kleinanzeigendeal für um die 20 Euro inklusive Versand. Da gab es eine Reihe von Transformers, von Tim und Struppi Figuren plus einer DVD-Box. Diese DVD-Box habe ich aber bereits verlassen, habe ich Freunde übergeben. Und da ist die Box in guten Händen. Und diesen Freunden habe ich auch noch Sachen erhalten, abgekauft. Und die zeige ich euch auch hier gleich nochmal ein paar Stücke, ein paar Auszüge. Nicht alles. Einen großen Teil werdet ihr von den Dingen, da komme ich später. Ich habe noch andere Sachen vorher zu zeigen, weil ich habe ja von Tim und Struppi geredet. Tim und Struppi Figuren, ein 20-Euro-Deal. Da waren Figuren drin. Und zwar habe ich einmal hier Tim, wie er sitzt und eine Suppe löffelt. Dann habe ich einen großen Haddock. Auch richtig cool. Einen Struppi. Kommt da hin. Und dann, das sind kleine Figuren. Ich zeige euch das ein bisschen. Ein Struppi. Ein Haddock. Und dann kommt die beiden Schulzes. Auch richtig cool. Professor Bienlein, auch wenn er ein bisschen seltsam guckt. Und Tim. Und ich habe festgestellt, diese kleine Figurenreihe ist von 1975. Da war ich ein Jahr alt. Richtig, richtig toll geworden. Ja,
und auch ein schönes Stück für die Sammlung. Dann war ich bei Aldi an der Kasse, kann man sagen. Ich gucke da mal ganz gerne die Hot Wheels durch. Und was finde ich da? Aus dem Film Lightyear, dem Pixar-Film, das Raumschiff. Hat mich 1,50 Euro gekostet. Ich gucke da mal ganz gerne, habe da schon mal so ein Batman-Auto auch mitgenommen und Mario Kart-Figuren, also Mario Karts besser gesagt. Und da habe ich dieses Raumschiff und ich finde das richtig cool. Und ja, für 1,50 Euro kann man echt sagen, geil. Ja. Gut, dann gab es ein, mache ich mal eine Figur dazu zeigen, wo ich schon bei den Fahrten bin. Eine Star Wars-Figur hat uns in die Sammlung geschafft. Reva aus der Obi-Wan-Serie, auch richtig cool. Gab es für 20 Euro bei Smith Toys. Habe ich aber online bestellt mit einer Transformers-Figur, die ihr in dem anderen Part seht. Ja, und dann gab es Mangas. Mangas haben mich erreicht, 4 Stück. Ganz normal gekauft. Und zwar habe ich hier einmal Fairy Tail 100 Quest Nummer 10. Dann gab es Eden Zero 16. Gigant Nummer 9. Das vorletzte sozusagen. Noch Sealed habe ich noch nicht gelesen. Und Trijax 23. Auch richtig coole Serie. Liebe ich. Ja. Das gab's. Es gibt noch ein paar andere Comics, die sind aber so, da habe ich jetzt aber was draufgelegt. Ja, und dann war ich eben halt bei Freunden. An dieser Stelle Grüße an euch, Stefan, Diana und Cara Sophie, die ihr auch immer schön schaut und ihr habt mir echt tolle Sachen für die Sammlung, ich sag mal einfach grob überlassen, die ich auch nochmal später detaillierter zeige. Einiges habe ich bereits auf meiner Instagram-Seite gezeigt. Link findet ihr auch in der Beschreibung vom Kanal unter anderem. Ja, und da gab es ein paar Kleinigkeiten, richtig coole Sachen. Ich habe auch nicht alles jetzt hier, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten mehr, aber so Highlights finde ich, die habe ich auch jetzt hingelegt. Einerseits, das ist jetzt von, ich glaube McDonald's war das, aber ich fand es trotzdem witzig. Und eine Spieluhr von Jim Knopf und Lukas zum Kinofilm. Den Film muss ich zugeben, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ihn auf Blu-ray liegen, will ihn gerne noch mal sehen. Aber spielt eben halt eine Insel mit zwei Bergen Melodie und oh ja, fand ich ganz witzig. Irgendwo hat das was. Ja, dann habe ich ein paar Metallfiguren sozusagen Fahrzeuge bekommen. Komm, auch getauscht kann man auch sagen. Und zwar einmal dieses das ist von Gorgi Toys aus der Explorers-Reihe, so eine besondere Serie, der Scanotron hat vorne so eine Klammer, damit man was abziehen kann und hier so eine Art Hake, ein Cockpit, was sich bewegen kann, eine Lupe, also die Radarantenne ist eben halt recht selten, oftmals fehlt die, wenn man das erwirbt, ist auch Anfang der 80er Jahre, ist richtig cool, auch in sehr gutem Zustand, ja, fand ich richtig klasse. Und ebenso klasse fand ich, das ist aus, ich glaube, jetzt gucke ich nochmal nach, aus dem Jahre 79, ein Polizei-Donald mit seinem Jeep. Richtig cool. Richtig cool. Wie gesagt, den habe ich unter anderem auf meiner Instagram-Seite gezeigt. Dann 3 Jets, auch aus den 70er Jahren. Einmal die F-16, auch richtig cool. Hier, das ist, glaube ich, ein Tornado oder so. Was ich kann. Ein Phantom. Auch richtig cool. Richtig aus Metall. Damit habe ich gespielt als Kind. Deswegen finde ich das auch so klasse, die wieder zu haben. Meint einige, habe ich zerspielt, wie diesen hier. Habe ich, glaube ich, aber in einer anderen Farbe gehabt. Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, weiß. Richtig cool. Das ist eine F. Na, steht so viel. Starfighter F-104. Auch richtig cool. Dan Cooper, den Comic habe ich gelesen. Der hat, glaube ich, so eine geflogen. Deswegen mochte ich das Fahrzeug, das auch so richtig. Ja, dann auch richtiges Schmuckstück für meine Sammlung. Danke dafür, das ist echt cool. Auch von Gorgi Toys aus Ende der 80er, 70er muss es sein. Die Moonraker. Die große Moonraker Space Shuttle aufklappbar. Da ist der Satellit drin. Auch alles in sehr, sehr gutem Zustand.
wurde richtig gepflegt, finde ich toll. Ja, ist auch in guten Händen bei mir wieder. Fahrgestell kann man ausklappen. Das ist wirklich eine Version aus den 70ern oder Ende der 70er, ist aber auch bis heute immer mal wieder aufgelegt. Muss man dazu sagen, wird auch aufgelegt, weil Moonraker, James Bond, ist eben sehr, sehr beliebt. Gut, dann gab es weiter noch ein Kartenspiel. Und zwar, ich habe auch im Flohmärkten immer gern diese alten Kartenspiele gefunden. Und das kannte ich noch nicht. Und ja, ich finde es einfach klasse. Ein Quartett, das Dschungelbuch von 69. Das ist älter als ich. Wahnsinn. Echt, echt Wahnsinn. Gut. Was es auch noch gab, auch auszugsweise, ich habe es jetzt in Glassichthüllen gepackt, aber und auch richtig kultig, alte Kataloge. Und zwar einmal von Playmobil. Einiges davon werde ich auch noch mal in extra Videos dann genauer angucken. Und auch von Lego. Richtig geile Lego-Kataloge, auch alt. Der älteste ist aus den 70er Jahren. Das von 84 ist ein Katalog dabei. Die schauen wir uns mal in einem Video an. Da freue ich mich auch schon drauf, das mit euch zu teilen. Dann gab es einige alte Lego-Bausätze. Die werden auch die Sammlung von meinem Bruder bereichern, der ja Lego liebt. Ihr wisst es, hier in diesem Pickup wird immer gerne Lego gezeigt. Und auch etwas Cooles, das werden wir uns auch angucken in einem Video, ein Gorgi Toys Katalog von 1982. Zum Abschluss habe ich jetzt hier noch ein paar Comics, ein paar schwere Comics, muss ich zugeben, die ich mir via Amazon neu gekauft habe, jetzt nicht auf einer Börse oder so. Und zwar einmal die Attila Gesamtausgabe. Das ist eine Comicreihe von Derib und Rosé und Kornblum, französisches Comic. Es gibt vier Bücher und hier sind jetzt noch ein paar Kurzgeschichten drin, exklusiv und ein paar Erklärungen. Eine Comicreihe, die ich auch regulär in der Sammlung habe, aber hier ist nochmal eine neue Auflage und ich wollte deswegen Extras haben. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen enttäuscht, weil die Geschichte ist leider ein bisschen offen gelassen worden. Es ist nach vier Büchern zwar ein fünftes entstanden, das ist nie in Deutsch veröffentlicht worden, noch Jahrzehnte später, als es eigentlich mal eingereicht wurde, damals beim Verlag. Ja, so ein bisschen offene Handlungsstränge, nie erklärt. Ich hatte gehofft, dass in den Extras so ein bisschen darauf eingegangen wird, dass die Macher vielleicht mal gefragt werden, wo man hin wollte mit dem Comic. Leider ist das nicht der Fall. Es wird auf die Geschichte der Künstler eingegangen, was auch sehr, sehr interessant ist. Aber ein bisschen für meinen Geschmack zu wenig auf Attila selbst. Also ansonsten eine großartige Comicreihe. Der Derib, der hat auch unter anderem für die Schlümpfe gezeichnet. Deswegen gehen so ein bisschen die Designs auch den Figuren. Ja, dann habe ich mir gekauft ein Rick Master Comic. Und zwar die neuen Fälle des Rick Masters. Das ist eine, die Fortführung der klassischen Reihe, denn die beiden Künstler haben sich, sind entweder gestorben oder zur Ruhe gesetzt. Tibet und Digito. Und Band 5 von den neuen Fällen, Kommissar Giraud, auch ein richtig cooler Krimi, modern, spielt aber auch in den 60er Jahren, kann man so sagen. Also in der damaligen Zeit. Man hat Anspielung auf heute, eben süffisant, so ein bisschen die damalige Zeit, wie jetzt auch Frauen gehören an den Herd, Frauen traut man nicht so viel zu, müssen noch kämpfen für ihre Selbstständigkeit oder ein dunkelhäutiger Kommissar ist eben halt dunkelhäutig. Und da, das wird eben halt, die Sicht von damals wird süffisant auch mit heute angeglichen. Also die Sprüche sind, ja, ist das wirklich richtig? Es ist gesellschaftskritisch eben halt mit der Zeit auseinandergesetzt und dazu ein richtig spannender Mordfall. Richtig gut. Kann ich auch für Rick Master Fans nur ans Herz legen. Ein schön großes Format. Ihr seht, viel größer. Also meine Regale sind da auch ein bisschen schwierig, ja. Und wollen wir bei Klassikern weiter sein, beziehungsweise bei Klassikern bin ich noch nicht ganz. Passend dazu habe ich mir gekauft von der Red Edition ein Sonderband, der sich um Rick Master kümmert. Auch hier nochmal eine Werbeseite. Das ist so ein geschichtliches Sachbuch mit vielen, vielen Bildern. Eben halt aus der Serie, auch noch in Französisch, die ganze Geschichte von Rick Master erzählt, von den Künstlern, was sie noch so gemacht haben,
wo sie Inspiration hatten, welche Inspirationen aus Rick Master hervorgegangen sind. Es sind auch ein paar andere Themen da drin, außer eben halt Rick Master. Hat mich 12 Euro gekostet, habe ich direkt online bei denen bestellt. Ja, und als Rick Master Fan habe ich mir gedacht, so ein bisschen Fachliteratur, wenn es mal welche gibt, kann nicht schaden. Dann zwei Comics aus der Spirou und Fantasio Spezialreihe. Das sind eben halt Künstler, die teilweise nur ein oder zwei Alben schaffen und dann nicht eine Geschichte erzählen. Da habe ich mir gekauft Der Triumph des Zyklotrop von Cousseau, Saint-Jacques und Bouquet. Auch ein richtig spannender Comic, richtig gut gezeichnet, ein bisschen leicht realistisch. Der Grund ist, das Comic gehört, ist eine, ja, kann man es erzählen? Also es gibt einen Realfilm von Spirou und Fantasio und der wird sozusagen parallel zu diesem Comic gedreht und die Originalfiguren wollen ein bisschen Mitspracherecht da haben und es ist halt eine interessante, ja, Geschichte, wie man auch mal einen Filmcomic etwas anders erzählen kann. Also es ist nicht der Comic zum Film und doch ist irgendwie der Comic zum Film. Richtig interessant. Mal ein echt toller Ansatz, das zu machen. Richtig cool. Und auch, ich mag auch diesen Realstil so ein bisschen. Ja, auch viele Momente, die ich echt gut finde da drin. So, dann habe ich mir einen Comic gekauft, was ich lesen wollte, aber noch nicht lesen kann, denn ich habe mir genau Nummer 2 von 3 gekauft, was leider nicht ersichtlich ist bei den Spirou und Fantasio Spezialbänden. Santavios Plan, auch richtig cool, so ein bisschen klassisch gezeichnet, gefiel mir richtig gut. Wollte ich unbedingt haben, habe aber festgestellt, es ist leider der zweite Teil eines Dreiteilers. Die anderen beiden habe ich mir bestellt. Auch hier ein schönes Artwork auf der Rückseite. Aber eben halt, was mich vermisse bei dieser Reihe mittlerweile, sie haben keine Nummerierung. Das heißt, man kann wirklich nicht nachvollziehen, wo gehören sie zu. Klar, es kann durchaus sein, dass man möchte, dass man sozusagen selbst sich eine Selbstordnung schafft. Aber wer gehört dazu? Welcher Band? Ich bin dann ständig am Gucken, auch beim Verlag, was gehört dazu? Welche Serie und oder welche Bände gibt es noch? Es wird irgendwie nicht direkt aufgelistet. Das ist einfach ein Manko des Ganzen. Selbst wenn man es nicht auf die Rückseite macht, man könnte hier eine Liste machen, man könnte hier eine auf der Rückseite, ist eine ganz freie Seite, hier seht ihr es, kann man in einer normalen Schrift machen, Band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wie die heißen, einfach eine Liste, damit man auch sie weiß, welche habe ich denn überhaupt, welche gibt es denn noch aus der Reihe, man muss echt gucken, was gibt es und man übersieht die, weil durch eine fehlende Nummerierung weiß ich nicht, wie viele es gibt. So, das finde ich, ist mein größter Kritikpunkt an dieser Carlsen-Sache. Aber das Comic wird sicherlich großartig sein, ich mag den Stil, aber dadurch, dass ich Teil 1 gerne lesen müsste, um die ganze Handlung zu verstehen, habe ich mir die beiden bestellt, sind leider noch nicht zu diesem Zeitpunkt angekommen, aber werden kommen. Ja, dann auch eine weitere belgische Comicserie, die ich mir gekauft habe, da ist auch eine neue Geschichte rausgekommen, von Roger Leloup. Yokozuno 30, Saturns Zwillinge, auch richtig schön, auch richtig gut aufgemacht, auch mit Hochglanzcover. Yokozuno ist eine wunderbare Serie, die ist durchnummeriert, wie gesagt, ihr seht ja Band 30. Es ist eine Science-Fiction-Serie mit um die Japanerin Yokozuno, die ja auch mit Außerirdischen zu tun hat, mit den Vinyanern. Und dort auch mit sehr viel, ja, verrückten Figuren, Robotern, Klonen, ja, und so weiter alles zu tun hat, und aber auch auf der Erde Abenteuer erlebt, so richtige Zeitreise, und die hat sich ein tolles Team versammelt. Roger Leloup ist fast 90 Jahre alt mittlerweile. Ursprünglich hatte er gezeichnet auch für Hergé, hat die technischen Teile bei Hergé gezeichnet, also hat unter anderem den Mondpanzer entworfen für Schritte auf dem Mond, das war in den 60ern, und der lebt noch. Und würde mich echt freuen, lieber Roger, ich weiß, du kannst das nicht sehen, mein Video, ich bewundere dich, ich bewundere die Comics, die haben mich meine Kindheit mitgeprägt, aber gib die Serie in gute Hände weiter, gib denen deine Notizen, was du noch weiter vorhast, ich möchte noch weiterlesen, noch, solange ich noch vielleicht 20 Jahre vor mir habe, dass es noch weitere Geschichten gibt, und sie sind es wert, auch weitere Generationen noch zum Begeistern zu bringen. Also, wäre super, wenn du deine Serie, ich weiß, die Zeit ist, ich würde gerne viel, viel mehr von dir sehen, aber
Zeit läuft ab auch. Und man muss auch echt dann sagen, gib sie ab oder erweiter sie. Zeichne noch einen Comic, aber gib wirklich noch die Ideen weiter, damit wir noch mehr von diesen spannenden Sachen haben und Szenarios. Und da ist so viel Potenzial drin, so viele Ideen. Und lasst uns da noch viele weitere Bände von haben. Gut, das war mein Appell, aber in der Serie geht's weiter, denn ich habe mir noch 3 weitere Yokozuna Comics gekauft. Es sind ältere und sie sind nicht in Deutsch, sie sind in Französisch. Ich muss zugeben, ich kann kein Französisch. Deswegen kann ich auch nicht auf Französisch, also ich kann merci, et voilà, also ein paar Standardsachen. Ich habe auch in der Schule Französisch gehabt, aber irgendwie ist da nicht viel hängen geblieben. Ich habe hier 3 Yokozuna-Bände in Französisch. Warum kaufe ich mir französische Yokozuna-Bände? Das werdet ihr gleich sehen. Die habe ich teilweise bei Medimops gekauft. Einen habe ich bei Amazon, weil da günstig. Nee, 2 bei Amazon, 1 bei Medimops, wo er dann mit 10 Euro weniger kostet. Jeder Band hat um die 30 Euro gekostet. Mir fehlt nur noch der von Saturn Zwillinge. Den gibt es auch. Den neuesten, aber der ist zurzeit nicht lieferbar. Vielleicht kommt er. Warum mache ich das? Weil sie sind. Ja, ich zeige euch das einfach mal. So, hier habe ich jetzt Las Servante de Lucifer. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der in Deutsch heißt. Ihr seht, das ist ein Grand Format, so nennt sich das. Der ist auch noch sealed. Und hinten, ihr werdet das deutlich sehen, das ist eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Ja, und genau darum geht es eigentlich. Diese Bücher beinhalten nicht nur den Comic. Ich zeige euch das gleich mit 2 anderen. Hier seht ihr Yokozuna, Le Tempel der Mortis, der Tempel der Unsterblichen, glaube ich, heißt der im Deutschen. Auch ist richtig großes Grandformat. Ihr seht auch das. Und hier drin ist eben, also auch allein das, eine wunderbare Zeichnung. Am Anfang ist der Comic, so schön in einem Großformat. Es gab im Deutschen übrigens auch mal einen Band, da der hat, ich glaube, Salik hatte das rausgebracht, die auch übrigens Attila rausgebracht haben, den Band, den ich da stehen habe. Die haben einmal den französischen Band mit einer übersetzten Broschüre beigelegt. Da waren alle Texte dann übersetzt, dann konnte ich in der Broschüre nachschlagen, was es steht. Und gleichzeitig den Carlsen-Comic. Denn Carlsen hat immer die neuesten deutschen Comics, wie jetzt hier auch den Saturn Zwillinge. Das ist der normale deutsche Comic, den gibt es auch so in Frankreich. Und das sind jetzt mittlerweile Sonderbände, sind nicht komplett von 1 an erschienen, sondern ich glaube von die letzten 6 oder 7. Mittlerweile habe ich alle komplett. Eben halt im Großformat wird der Comic erzählt. Aber das, warum ich es eigentlich zulege, weil es toll ist, ist, hier sind Originalzeichnungen drin. Teilweise mit Buntstiften koloriert. Das ist richtig cool. Natürlich auch die Entstehungsgeschichte, die ich nicht lesen kann. Ich müsste das mal mit der Übersetzungs-App mir angucken. Aber ihr seht hier auch Original. Zeichnung. Und das macht das richtig, richtig interessant. Und als Fan habe ich mir gedacht, muss ich mir es zulegen? Ja, man gibt ja sowieso genug aus für Sammlungen. Also, warum nicht? Ja, und der letzte, das war der, den ich bei Medimops mitgenommen habe, im gebrauchten Zustand. Aber hier steht auch 29 Euro Original. Ich habe, glaube ich, 20 Euro bezahlt. Plus inklusive Versand, weil es sich so ergeben hat. Und hier ist das jetzt hier Le Maléfice de l'Amis. Amethyst, wie hieß das, irgendwas mit dem Amethysten, auch hier eben halt Zeichnungen. Der Comic im Grand Format, auch eine richtig schöne Abenteuergeschichte mit ein bisschen mit Zeitreise. Und hier seht ihr auch schön Designs, und er kann richtig genial Fahrzeuge zeichnen und hier Flugzeuge und hat auch eigene Designs, und das macht das echt her. Richtig toller Comic. Ja, und auch eine große, schöne Sammelreihe, die, ja, ich schätze, das macht es eben aus. Und wie es so kommt, ich habe doch noch was vergessen. Also, ich hänge noch was an. Ich war mit meinem Bruder auf der CMC, wir haben da schön verkauft. Ich blende euch jetzt hier so ein paar Bilderchen ein von meinem Stand, mit wo ich Animes, Mangas und sonst was, meine doppelten Sachen oder Sachen, die ich aussortiert habe gerade. Viel habe ich aussortiert. Ich muss ja auch Platz schaffen für das, was ich neu habe. Eben halt verkauft habe. So, viel zugelangt habe ich diesmal da nicht. Ich habe aber mir für 25 Euro 4 Timo Struppi Figuren gekauft, die ich auch hätte mit diesen Timo Struppi Figuren zeigen sollen, und habe ich vergessen. Also zeige ich sie euch jetzt. Da habe ich einmal den Tim im Schottenkostüm, auch richtig toll. Hier haben wir einen Struppi, der einen Brief trägt, auch richtig toll.
Ich finde sie richtig, richtig gelungen. Hier, der einzige Manko ist, die Figur steht nicht wirklich. Die muss man irgendwo anlehnen, dann steht sie so ein bisschen. Aber hier ist auch nicht wirklich. Auch der Struppi, der ist irgendwie nicht so ausbalanciert, dass er wirklich steht. Aber die stehen wirklich und die gefallen mir auch sehr gut. Haddock und Tim im Raumanzug. Helme gibt es nicht bei diesen ganzen Figuren. Man hat da nie einen Helm gemacht. Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Man kann sich den denken. Auch richtig tolle Sachen. Gut. Und mein Bruder, wir haben da wirklich nicht viel gekauft diesmal. Es war einfach nicht... Entweder hatten wir das schon. Man muss dazu sagen, es gab da Animes, Mangas und sonst was auch und viele Sachen. Aber man hatte wirklich eine ganze Menge. Und mein Bruder hat noch was von den Künstlern gekauft. Das habe ich jetzt nicht hier griffbereit. Ich weiß es auch gar nicht so genau, was er wirklich ein Artwork von Frau Bekannten da gekauft. Ich jetzt nicht. Ich habe mir die Figuren, aber er hat noch sich ein Buch gekauft. Das gab es ein bisschen günstiger, weil es angeschlagen ist und ein paar Beschädigungen hat. Aber es ist ein Artbook zu Nier, dem Computerspiel Nier Art. Auch richtig schön. So die ganzen Artworks. Einfach klasse. Einfach klasse. Ja. Dazu kann ich gar nicht mehr sagen, außer dass es klasse ist. Ja, und das soll es gewesen sein. Alles war es natürlich noch nicht, denn ich habe das Lego noch nicht gezeigt, was neu in der Sammlung ist, beziehungsweise in der Sammlung meines Bruders. Ich habe es diesmal in Fotos gepackt, denn die sind so gewaltig, die Lego-Stücke, dass sie nicht mal auf den Tisch fast gepasst haben. Ihr seht es selbst. Der Sternenzerstörer macht den Anfang. Richtig schönes, kolossales Teil. Wunderbar designt, finde ich. Sehr, sehr hübsch. Ich zeige euch die Fotos rund um die Box, denn gebaut ist es noch nicht. Auch sehr viele Details im Innern. Und das ist ja auch das Neue eben halt. Oder was diesen interessant macht. Es ist die zweite Version dieses großen Sternzerstörers. Die erste hatte mein Bruder auch, aber ja, war nicht ganz so eben das Wahre vom AI, denn der damalige war ein bisschen seltsam in manchen Zusammenbauten. Der jetzige, da hat man viele Dinge gelöst, viel, viel besser gemacht und ich hoffe, wenn er zusammengebaut ist, sieht er wieder genauso genial aus. Dann habe ich hier noch diese kleine, wunderbare Star Wars Szene im Müllschlucker, wo Luke, Han, Leia und Chewbacca fast zerquetscht wurden. Wirklich eine tolle kleine Szenerie, die auch ein bisschen veränderungsfähig ist. Man kann es breiter und ja, oder auch konzentrierter aufstellen. Ich finde das wirklich sehr, sehr gelungen. Chewbacca sieht ein bisschen anders aus, hat so ein paar mehr Farben. Ist mal ja, eine etwas andere Figur, aber auf jeden Fall richtig, richtig klasse geworden. Als drittes im Bunde, eigentlich das letzte Lego-Teil, was neu in der Sammlung ist, ist Bowser. Ja, der Mario-Bösewicht. Richtig gigantisch auch. Ihr seht, ihr kennt meinen Tisch, wo ich meine ganzen Pickups zeige und dann könnt ihr euch vorstellen, wie groß der Karton ist. Wenn ich diesen gebaut habe, dann zeige ich euch Bilder in einem anderen Pickup. Muss ich sowieso mal, glaube ich, machen. Die gebauten Teile dann auch euch präsentieren. Andererseits, sie finden sich auch regelmäßig dann auf meiner Instagram-Page. Ja, es gab eine ganze Menge Pickups. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ein Like, Kommentar, schreibt mir was. Hat euch hiervon gefallen? Bin ich, ja, ich weiß, ich bin crazy und bin Nerd. Ja, also wieder eine ganze Menge verrückter kleiner Stuff. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Schaltet beim nächsten Mal ein. Wir sehen uns. Ja, und was war hier? Ach, ich kann ja jetzt nicht sagen, was war ein Highlight, so wie ich es beim Flohmarkt-Videos gerne mache, weil alles Highlights sind. Ne? Vom klassischen Kindheitsfeeling. Ja, viel Kindheitsfeelings sind dabei. Das kann man wirklich sagen. Und ja, was einfach Spaß macht. Ansonsten, mach's gut.